Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir waren heute bei Rossmann Action. Und? Nirgendwo. Hä? Als wären wir noch irgendwo. Naja, auf jeden Fall waren wir heute bei Action, denn im Angebot waren Kisten, wie ihr seht. Und ich bin in der Hoffnung hingefahren, dass es große Kisten sind. Und oder dass halt eben alle Kisten im Angebot sind. War nicht so. Das waren nur diese ganz kleinen Mini-Kisten, die im Angebot waren. Und halt eben diese Größe. Das sind 24 Liter oder was steht da drauf? Weiß ich gar nicht. Ja, die sind ein bisschen zu klein. Und andere Kisten hatten sie gar nicht. Ja, hatten sie null. Also, naja, aber ich bin ja nicht umsonst hingefahren. Jetzt weiß ich, wir waren noch bei Netto mit Hund. Da, wo ich den Minimaus sehe. Mir war doch so, ich war noch irgendwo einkaufen. So, auf jeden Fall habe ich ja nicht das bekommen, was ich wollte. Sie ist so süß, sie lacht dann dauernd. Also habe ich ganz viel Weihnachtskram mitgenommen. Denn ich will jetzt langsam weihnachtlich dekorieren. Meine Güte, ich habe sowas von gar keine Lust auf Weihnachten. Ne? Überhaupt nicht. Null. Also am liebsten würde ich wegfahren. Aber dekorieren, da habe ich richtig Bock drauf. Also richtig Lust drauf. Und ich habe euch ja gesagt, ich möchte an die Decke diese die Lichterkette machen. Genau. Und das möchte ich jetzt schon langsam machen, weil sonst lohnt sich das ja gar nicht. Und ich habe noch eine neue mitgenommen, weil ich glaube, die reicht nicht, die ich habe. Aber wir gucken jetzt mal, was ich habe. So, wir fangen mit dieser Kiste hier an. Und zwar habe ich einmal das hier mitgenommen für 2,22 Euro. Das ist so ein Tannenbaum. Das habe ich mitgenommen für die Jungs. Ich habe noch eins irgendwo. Zeige ich euch gleich. Natürlich zwei, damit beide basteln können. Ja, und die stellen wir dann hier auf. Also, ich habe sonst immer so Gold, Rosa, den Tannenbaum gehabt. Ich möchte dieses Jahr alles so traditionell wie möglich. Also rot und grün und ein bisschen Gold. Ja, das möchte ich haben. Und so richtig kitschig, ne? Oh, ich hätte alles kaufen können. Wenn ich. Also, es war wieder so. Ich habe gedacht, ich habe noch genug Geld im Portemonnaie. Bin dann losgefahren und dann habe ich gesehen, oh, da ist ja gar nichts mehr drin. Ich war ja auch einkaufen am Montag. So. Und dann habe ich auf dem Konto geguckt und dann, also ich habe zwei Konten, also ich habe ein paar mehr Konten, aber naja, ich habe dann auf jeden Fall geguckt und da habe ich so gedacht, oh Gott, da ist noch Geld drauf. hoffentlich funktioniert das jetzt so, wie ich mir das denke. Und hätte ich Geld, einfach nur Geld mitgenommen, ne? Ich glaube, ich hätte den ganzen Laden gekauft. Ich war so im Kaufrausch. Ich habe eine Waage mitgenommen für 6 Euro. Dann diese, das sind so Sticker, die man an die Wand macht oder wo auch immer ran. Und dann kann man mit diesen Nerf Gun oder wie das auch immer heißt, da drauf schießen. Für 38 Cent habe ich gedacht, nehme ich den Jungs mit. So, bei Rossmann durfte einmal das hier mit. Ich habe das letzte Mal von Nivea gehabt. Aber ich finde, CD riecht auch richtig, richtig gut, ne? Auf jeden Fall habe ich das mitgenommen. Dann, ich habe ja gesagt, ich will so kitschig wie möglich haben, habe ich diese Kugeln hier mitgenommen und frage mich nicht, wie teuer die waren. Keine Ahnung. Schmeißt du jetzt alles runter? Hä? Ja. Sie lacht nur. Ich glaube 99 Cent, aber ich bin mir nicht sicher, weil da stand kein Preis dran. Also da waren daneben noch Kugeln für 99 Cent, das waren auch so kleine. Aber ich weiß nicht, ob die auch so viel gekostet haben. Naja, ist ja auch egal. Ich habe auf jeden Fall einmal die hier mitgenommen mit den Nussknacker. Schön in grün, rot und gold. Und dann habe ich Weihnachtsmänner mitgenommen. Ja, die waren auch irgendwie süß. Da sind jetzt weiße und rote Kugeln drin, aber ja, passt schon. Ich will ja auch an die Lichterkette. Oh, die hatten da auch Kugeln rangehangen und so. Das sah total schön aus, ne? Aber guckt man immer an die Decke? Ich weiß. Naja, so, wir machen mal weiter, weil ich habe zwei volle Kisten. Bei Rossmann durfte einmal das hier mit und das ist, finde ich, richtig, richtig gut. Ist auch ausgezeichnet mit sehr gut.
Und ich finde es auch sehr gut. Ja, ich habe das wieder mitgenommen. Normalerweise hält das 2-3 Monate. Also ich benutze das wirklich jeden Tag unter der Dusche. Aber irgendein Kind, ich weiß noch nicht wer, meint, es muss das ausdrücken. Und ich glaube, es war der Kleine. So, dann hier ist das zweite. Das ist so ein Häuschen. Richtig süß. Bei Rossmann durften wieder Gläschen mit, weil da wieder 5 plus 1 war. Und ich habe jetzt schon ab 8 Monate, weil in 2 Wochen ist sie schon 7 Monate. Naja, auf jeden Fall durften Obstgläschen wieder mit und ich habe 2-mal Essen mitgenommen. Ja, mit Gulasch und, was ist das? Asiatische Art Gemüse, Reis mit Hühnchen. Ja, ansonsten nur Obst halt eben, ne? Das geht unterwegs immer. So. Dann durften, ich weiß gar nicht, wo das andere Paket ist. Machen wir erstmal hier weiter. Einmal eine Mütze mit Handschuhe war im Angebot für 2 Euro, keine Ahnung. Und dann durften Socken mit, einmal von Spider-Man für 2,79 Euro oder so. Da sind 3 Paar drin. Und ich habe aber noch ein Paket, ich weiß nur nicht, wo das ist. So, dann durften einmal diese Sterne hier mit für 1,99 Euro. Oh, ja, sie hat gerade geschlafen und dann konnte ich das so ein bisschen an dem Fuß halten, bevor sie mir das aus der Hand gerissen hätte. Ja, sie hat geschlafen und dann konnte ich das so anprobieren. 18 bis 19, ich glaube, das ist noch ein bisschen zu groß, aber kleiner gab es nicht. Und guck mal. Ja! So süß, für 2 Euro, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ach, guck mal, hier ist der Kassenbon. Soll ich mal gucken, was die Kugeln gekostet haben? 99 Cent. Nein. Weil ich Teddystoff. Ach nee, das sind andere. Wo sind die denn? Ich habe ja 2-mal das gehabt. Die sind gar nicht mit drauf. Die sind nicht drauf. Ich gucke jetzt ganz kurz, ja, aber jetzt möchte ich das wissen. Ach doch, da sind sie. Oh mein Gott, hätte ich den Preis gesehen, hätte ich sie nicht mitgenommen. 2,27 Euro kostet hier eine Packung. Weil die aus Glas sind. Mini-Glaskugeln, ja. Ich habe nur 99 Cent gesehen, habe gedacht, so, nimmst du mit. Naja, ja, zu spät. Einmal Handschuhe, habe ich gedacht, passt auch zu Weihnachten. Jetzt aber. So, ein kleiner Kamin durfte mit. Der ist so süß. Guck mal, der leuchtet. Ja. Für 1,99. Ich weiß noch nicht, wo ich den hinstelle. Vielleicht hier auf dem Tisch. Denn diese Zuckerstangen, die möchte ich auch an die Decke hängen. Total doof, ne? Aber das sah richtig cool aus. So, und hier sind nochmal, ich hoffe, es ist die gleiche Packung. Ja. Nochmal, die sind gerade im Angebot für 8 Euro. Dann diese kleinen Häuschen. Da ist der Kamin zu groß für. Ein Gartenstecker mit Weihnachtsmann. Und eine Tischdecke in Rot. Total hübsch. Und zuletzt sind hier noch Handschuhe drin. Die brauche ich immer zum Putzen. Und ein Korb. Und zwar zum Putzen, nur wenn ich den Fußboden sauber mache. Also, ich mache das ja wie früher. Habt ihr ja in meinem Video, habe ich euch das ja auch schon gesagt, dass ich den Boden mit der Hand schrubbe. Wir haben ja auch nicht so ein großes Haus, ne? Und dann kann man die kleine Fläche auch mit der Hand schrubben. Das wird viel sauberer. So, bei Netto mit Hund ist gerade Minnie Maus. Alles vom Minnie Maus. Ich muss das mitnehmen. Ein Schlafsack. Sie brauchte einen neuen Schlafsack und das hat perfekt gepasst. Und dann ist er auch noch vom Minnie Maus. Ja, sie passt in die anderen Schlafsäcke nicht mehr rein.
Also wirklich gequetscht nur noch. Und dann durfte der mit 90 cm kleiner, gab es nicht. Ja, ich hoffe nicht, dass sie da rausrutscht. Also reinrutscht, eher gesagt. Müssen wir ausprobieren. So, Minimaus. Sie liebt Minimaus übrigens. Deswegen habe ich mir auch ein Schlafkleid, ist das, gekauft mit Minimaus. Ja. Fummelt sie jedes Mal dran rum. Das glitzert auch noch. So, und dann durfte einmal Bettwäsche mit. Oh mein Gott! Ist das nicht süß? Ich bin so verliebt. Ja, und dann die Decke dazu noch. Ich pack das mal gleich aus. So, von der Seite so und von der Seite ist Minimaus drauf. Oh, süß. Ich bin verliebt. Und doch mal verliebt. Ist das nicht süß? Ein Wichtel. Und wisst ihr, was das ist? Ich das so. Das hat unter 8 Euro gekostet bei Netto mit Hund. Ja. Richtig süß. Oh, ich sag dir, ich freue mich so aufs Dekorieren. Und dann nehme ich euch auch mit. So, dann habe ich einmal diesen Hund hier gekauft. Das ist Knete. Oh Gott. Ich habe 11,5 Minuten und gerade mal die Hälfte geschafft. Ist gerade im Angebot für unter 6 Euro. Dann habe ich hier eine Tüte. Wie nennt man das denn? Umschlag? Keine Ahnung, mitgenommen. Für die ganzen Papiere, die hier so rumfliegen. Und für die Kleine habe ich einen Spiegel mitgenommen. Das ist so ein größerer Spiegel, wo sie sich dann auch angucken kann. Weil ich habe nur so kleine Spiegel und das interessiert sie null. Sie interessiert nur große Spiegel. Und dann findet sie das auch ganz toll. Ja, jetzt kriege ich das nicht auf. Ist ja auch egal. Der sieht auf jeden Fall so aus. Und der kommt dann bei ihr irgendwie in die Ecke rein, wo sie sich dann auch sehen kann. So, dann durfte das hier mit. Und ich glaube, das ist Window Color. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ist ja auch egal, ne? wir haben das ja schon mal gekauft. Also das normale. Und diese Farben, die sind so verlaufen, dass das den Kindern überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und hier ist es anders. Das ist gut. Hier sind Vorlagen und Farben und dann können sie das da ausmalen, ohne dass das verläuft. Und dann kommt das an das Fenster. Genau. Was ist das? Ach, da kommt das rauf. Okay. Na, hier ist eine Anleitung. Kommt denn da rauf und dann können die Kinder das ausmalen. Hier sind auch noch Augen und Glitzersteinchen. Genau. Und 5 Farben. Das macht den Kindern bestimmt Spaß und mir auch. Ich liebe sowas auch. Habe ich früher schon geliebt. Meine Mutter hatte auch ganz viele Window Colors. Hat sie auch im ganzen Haus verteilt. Überall hat sie Windokalle rangeklatscht. So, das wäre nicht meins, aber früher war es halt eben cool. Ja? So. Augen durften mit. Die gehen nämlich aus dem Sortiment und zu Halloween gab es sie natürlich nicht. Jetzt gab es noch welche und da habe ich gleich 2 mitgenommen für die Bäckerei. Also wenn wir backen. So, hier ist nochmal ein paar Söckchen. So sehen die aus. Für 2,27, glaube ich. Dann habe ich hier noch Fenster Ausmal-Dinger mitgenommen. Eins habe ich noch im Keller unten. Und ja, jetzt haben wir 3. Dann durfte eine Schneekugel mit. Und ich glaube, die kriegt er in seinen Adventskalender mit Dino natürlich. Für den Großen habe ich jetzt nichts. Aber ganz ehrlich, ne, das ist so schwierig für einen 10-jährigen Jungen, der sich eigentlich für nichts mehr interessiert, was zu schenken. So, für den Kindergarten eine Zahnpasta. Die nehmen wir nachher gleich mit. Dann habe ich mir die gekauft. Die ist süß. Ja, da werde ich jetzt jeden Morgen meinen Kaffee draus trinken. Ach, ich bin so im Weihnachtsfieber, ne? Also dekorationsmäßig. Dann habe ich einmal Fondant mitgenommen für 89 Cent oder 83 Cent.
Einmal dieses hier, ich glaube, das werde ich verschenken. Ja. Dann habe ich den hier mitgenommen. Ich fand den so, so schön. Der wird hier irgendwo aufgehangen. Dann habe ich diese Silikonschwämme mitgenommen. Mal gucken, die kosten 99 Cent. Da gab es noch einen anderen für 1,62. Das war dann aber nur ein Schwamm und richtig dick und ja, richtig zum Anfassen. Ich bin gespannt. Dann habe ich für den Kühlschrank einmal diese Aufbewahrung mitgenommen. Ich habe ja eine Kiste, wo alles drin ist, aber irgendwie ist das total blöd. Und wenn da irgendwie nur noch eine Wurst drin ist oder so, dann hat man die Packung da drin. Und ich habe gedacht, früher haben wir das auch so gemacht. So, jetzt wollen wir unterbrochen. Also, wenn, dann mache ich das Aufschnitt, den Aufschnitt hier rein. So, dann durfte noch mal ein Beißring mit, weil ich habe die gekocht und danach waren sie keine Beißringe mehr. Also, man kocht die nicht ab. Nicht reinigen in der Spülmaschine, kochen. Ja, ich habe sie gekocht und Reinigung vor dem Essen, Gebrauch waschen. Einfach ganz normal abwaschen. Das habe ich jetzt auch gelernt. So, dann durfte ein Top mit und Hausschuhe mit natürlich Minnie Maus. Ich habe jetzt 40, 41 genommen. Ich habe eigentlich so 38, 39. Aber ich habe gedacht, wenn ich noch Socken oder so anhabe, für zu Hause ist egal, ob die zu groß sind oder nicht. Auf jeden Fall die. Die waren auch gerade im Angebot. Dann habe ich einen Putzlappen mitgenommen. Ein Bodenwischtuch. Nochmal. Bio. Dann Müllbeutel für unseren Bio. Bio und Plastikmüll noch. Na, für unseren kleinen Reste-Essen-Mülleimer, den ich ja gekauft habe. So, dann habe ich hier, ich habe ja eine rote Tischdecke und dazu habe ich jetzt grüne, das sollen Servietten sein. Servietten stand drauf, ne? Servietten, genau. Stoffservietten. Aber ich werde die nicht so benutzen, sondern ich werde die als Platz Decke daneben, wo der Teller dann raufkommt, damit die Tischdecke nicht sofort vollgesaut wird. Ja, habe ich gedacht, das passt richtig gut. Grün, rot, perfekt. So, das wird erstmal gewaschen. Dann habe ich einen Spritzbeutel mitgenommen. Ne? Und ich habe hier noch ein paar hat man dich jetzt gesehen? Nein. Ein paar Anhänger mitgenommen. Und zwar einmal mit einem Wichtel für 83 Cent. Mit einem Stern. Und, naja, was ist das? Ein Schaf oder ein Hirsch? Der hat Schafwolle. Aber egal, ich fand den süß. Ja, und halt eben noch eine Kiste. Das war mein Einkauf und ich habe heute 150 Euro ausgegeben für das. Ich werde wahnsinnig. Und ich habe nicht mal alles. Aber egal. So, das war mein Einkauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, ein kostenloses Abo. Ich würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!